Über was habt ihr mit ihm gesprochen? Nun, über verschiedenste Dinge. Nun habe ich natürlich noch etwas mit ihm über die heilige Ankylla gesprochen, vor allem weil er so sehr oft hier war. Dass er dabei eigentlich seine Informationen nun als toten Briefkasten hier abgelegt hat, war mir nicht bewusst. Hat er Fragen sehr spezifischer Art in eine Richtung gestellt? Nun, wir haben uns in der letzten Zeit viel über den Priesterkaiser unterhalten. Wir kamen über das Thema Ankylla auf sie. Die verschiedensten, wie sie mit Namen heißen, Gurvan Pryobur und dergleichen mehr. Natürlich auch über Ovilmar und Quanion. Wir sprachen über. Anion? Ja. Was hat ihn daran interessiert? Er wollte etwas über sein Leben erfahren. Ich hatte es ihm gezeigt. Wir haben selbstverständlich das Vita Quaionis hier vorrätig. Wenn ihr Habt mögt, kann ich ihr, es euch geben. wo ist es zu finden? Nun, in vielen, in vielen Bibliotheken, aber auch in jedem Nein, das Praios Buch hier. Vademecum. Ich kann es euch geben. Wartet einen Moment, ich komme gleich wieder. Euch mal hier aufgedeckt. 2 Minuten später kommt er mit einem kleinen, abgegriffenen Preios-Vademekum wieder zu euch und schlägt dann das Leben des heiligen Quanion auf. 79 Jahre nach dem Untergang Bosporans, ewige Licht des Herrn, von der frevelnden Kaiserin aus ihrer Hauptstadt verbannt, den Menschen versagt. Schein dieser Zeit, Entbeilung. War Quanion Steinhauer. Er war der Sohn eines Steinmetzers. Als er 25 Jahre alt war, sah er, wie im Haus des Sonnengottes die Gläubigen klagten und flehten. Ich gehe und hole das Licht zurück, sprach er. Osperan. Das Orakel von Baltrea. Ein Weg wird dich an 4 Grenzen führen und du sollst 4 Wahrheiten erkennen, sprach das Orakel. Ist das der. Wo habt ihr denn den Zettel? Kasim reicht ihm die Zettel. Das Leben Ja, das ist soll der euch letzte. Richtschnur und Fingerzeig sein. Nach Süden in das Land der ersten Sonne. Muss einen Grund haben, dass Herr Preios sein Licht vor uns verbirgt. Sagt er hier. Bis an die Ränder der Welt. 8 lange Jahre. Kehrte Quanion nach Beilung zurück. Die gleißende Gnade des Herrn umgab ihn. Und in seinen Händen trug er das heilige Licht. Am selben Tag empfing er die Priesterweihe. Nun, ihr müsst wissen, dass zur zweiten Dämonenschlacht gegen Hela Horas das heilige Licht entrückt war. Es verschwand einfach und Quanion fand es wieder. Das ist im Prinzip die Essenz dieser Geschichte. Und nun, seit dem Jahr des Feuers ist es nun ebenso entrückt und viele haben sich aufgemacht in alle Welt, um es wiederzufinden. Das ist auch der Grund, warum nicht nur morgen, sondern auch vor allem übermorgen ein großer Teil der Priuskirche in der Stadt des Lichts anwesend ist. Übermorgen? Morgen und übermorgen, ja. Morgen sollen, nun, wir erwarten viele Reisende. Ich werde ebenso dort anwesend sein. Wo ist es? Wo ist es? Sogar ein Befreiheit. Nachfahre des heiligen Ovilmar ist Euer da anwesend. Zeichen. Die Noch Wahrheit. 5 Tage. Solltet ihr Das war vor 3 Tagen. zweifeln? Wo habt ihr den Der Zettel? fünfte Brief. Ja, Kasim zeigt ihn. Zeigt er Noch drauf. 5 Tage. Was auch immer Übermorgen. das ist, das hat mit den Feierlichkeiten zu tun. Ja, da braut sich was zusammen, was die Sünde Quanion wirklich entschuldigen, Steinhauer. über meinen Kopf geht. Kasim guckt zu Ethelio. Dann zu, nochmal kurz zu Bruder Traviger. Ist nicht die
Inquisitorin, die uns beauftragt hat, auch Steinhauer? Gebira? Das ist korrekt. Ich habe von ihr gehört. Ich habe sie getroffen. Sie hat einen netten Eindruck gemacht. Könnte das Zufall sein? Leben St. Quanjons. Erhüllt eure Worte in der besprochenen Weise, wenn Zeit und Ort feststehen. Wartet. Gibt es die Möglichkeit, dass dieser... Der Briefkasten, den er gefunden hat, ist er vielleicht noch aktiv? Möglich. Ich meine, sie haben ihn getötet, weil er Nachforschungen angestellt hat, aber... Wir wissen nicht, ob sie wussten, dass er den Briefkasten gefunden hat. Das ist ein Versuch wert, nachzuschauen. Er hat ja sehr genau beschrieben, wo er ist. In der Stadt des Lichts, Bresche nahe dem Bürgertor. Genau, auf Kniehöhe. Das sollte zu finden sein. Kasim, an euch ist wahrlich eine Sünde geweihter verloren gegangen. Ich glaube, dafür war ich in meiner Jugend zu volltrunken, euer Exzellenz. Ja. Ich möchte euch nur bitten, ich sehe all diese Namen, verzeiht mir, dass ich auf die Mitschriften geblickt habe. Wir hatten vor einiger Zeit bereits die ein oder anderen Unannehmlichkeiten mit derlei Nachforschenden. Wir haben dabei Dinge entdeckt, die doch das ein oder andere Mal Wissen beherbergen, die das nicht geteilt werden sollte. Ihr meint die Namen der Priesterkaiser? Ich habe einen Eid abgelegt, nicht über diese Dinge zu sprechen. Ich möchte euch nur darum bitten, dass ihr ganz besonders vorsichtig seid, wenn ihr in diesem Ding weiter ermittelt. Immerhin hat man selbst vor einem Sonnenlegionär und dem Mord nicht Halt gemacht. Das ist gefährlich dünnes Eis, auf das ihr euch begebt. Passt bitte auf euch auf. Eure Weisheit. Danke für eure Warnung, Exzellenz, aber ich habe meinen ältesten Freund verloren. Lasst euch nicht von Rache verführen, nicht auf der Quanions-Queste. Eure Weisheit, gibt es die Möglichkeit, dass ihr uns einen eurer Schüler oder Geweihten zur Verfügung stellen könntet? Meine Kräfte sind erschöpft und wir haben die Leiche des Mörders bereits gefunden. An was denkt ihr? Wir haben Zaubertränke, wenn ihr mögt. Wir können euch welche aushändigen. Wir werden euch einen Zaubertrank geben. Ich danke euch. Ihr wisst, dass ich kein monetäres Interesse pflege, aber ich kann euch das geben, was ich habe. Alles gut. Passt nur auf euch auf. Ihr seid zu dritt, dann werden wir euch drei Heiltränke und einen Zaubertrank geben. Dann solltet ihr sicherlich gewappnet sein, was auch immer euch bevorsteht. Ich danke euch vielmals. Welches ist das Bürgertor? Weiß ich das zufällig? Ich war ja jetzt schon öfter in der Stadt des Lichtes. Ich kenne das Rittertor und das Preiostor, aber... Das Bürgertor war früher hier und ist gebaut worden. Ah. Genau, das müsste im Osten sein. Ich denke, ich würde es finden. Also, das gibt es eigentlich nicht mehr, aber genau, ich würde den Ort finden, wo es war. Das Praios Vademecum könnt ihr auch mitnehmen. So abgegriffen, wie es ist. Ich hoffe, es wird euch weiterhelfen, falls ihr es brauchen solltet. Und dann bringe ich euch noch die Heiltränke und den Zaubertrank und dann... Hysinde und Praios mögen euch behüten. Hab Dank dafür. Euch ebenso. Eine kleine Tasche gepackt. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die Aufzeichnungen. Was sollen wir damit tun? Außer uns weiß noch niemand davon, dass sie hier sind. Aber man hat danach gesucht. Ich dachte, wir nehmen sie einfach mit.
um sie den Möglichkeit. Anderen ich das will ehrlich Möglichkeit. Sein. Ich kann ganz gut mit einem Schwert umgehen, aber was auch immer Vitus so zugerichtet hat, dürfte auch meine Fähigkeiten überschreiten. Wie gesagt, es war der Dämon, der den Leib des Attentäters kontrollierte. Und jetzt sind wir an einer Zwickmühle. Ich glaube, dass ich vom Leib des Toten, der ca. 48 Stunden von diesem Dämon besessen war, eine Rückverfolgung durchführen kann. Sprich, die Signatur zu einem Ort zurückzuverfolgen. Vielleicht finden wir dort den Beschwörer. Oder vor allem, wichtiger, denjenigen, der den konkreten Auftrag gegeben hat. Denn der Dämon ist noch hier. Seine Existenz hat sich nicht in siebte Sphäre verabschiedet, nachdem sein Auftrag ausgeführt war. Wenn wir das tun, müsst ihr euch sicher sein. Der Punkt ist, meine magischen Kräfte sind dann unter Umständen wieder erschöpft. Ich weiß nicht, wie lange es geht. Wir haben nur einen Versuch. Das ist der Knackpunkt. Wenn wir die falsche Tür eintreten, fliegen wir auf. Dann weiß man, dass wir so. Und ich bin kein Kriminalexperte, aber so wie sie sich anstellen, das sind keine einfachen Meuchler. Da steckt irgendwas Größeres dahinter. Ihr werdet also in die Stadt des Lichts gehen, ja? Kasim kann vermutlich nicht in diese in die Stadt des Lichts, weil er Magier ist. Der wird einfach nicht reingelassen, schätze ich mal. Wir werden es erleben, aber in der Zwischenzeit sind andere nicht in Helden Tempel. Bei der Stadtgarde, glaube ich. Ich würde, bevor wir skippen, die Dokumente einmal abschreiben. Ja. Und die Originale wieder in die Statue packen. Okay, okay. Währenddessen geht Kasim nochmal zu Walnar Hitzkog. Eure Weisheit, gibt es die Möglichkeit, ein Antidot oder eine vorbeugende Wirkung zu Schlafgift zu bekommen? Der Attentäter hat jenes benutzt. Wir können euch selbstverständlich auch Gegengifte geben. Viele haben wir nicht, aber 3 Einheiten sollen wohl genügen, nicht wahr? Wie gesagt, es muss nur gegen Schlafgift. Also, das ist das, von dem wir wissen, dass sie haben. Wir werden euch ein Antidot zur Verfügung stellen. Kasim verbeugt sich nochmal. Ich danke euch. Derweil Sinde und Menakor euch leiten. Derweil bei der Stadtgarde. Ronga, Falk und Zaron sind bei der Stadtgarde. Direkt um die Ecke der Almada-Stube. Zaron Garderons. War bei Brinn. Ach, Entschuldigung? Ja. Das sag ich doch. Achso, ihr seid 2 Zweiergruppen. Ja, ja, genau. Ist klar. Falk und Ronga kommen also in die Stadt, in die Stube der Stadtgarde hinein. Hinter dem Tresen steht ein gelangweilter Büttel. Geld. Und schaut euch ein bisschen desinteressiert an. Ja, grüßt euch. Noch nicht viel deiner Zeit beeinflussen. Servus. Können wir mit dem Hauptmann reden? Nee, grad nicht. Es wäre ein dringendes Anliegen. Wir sind im Auftrag der Inquisition unterwegs. Ja, keine alles, Chance. Der Hauptmann ist gerade unterwegs. Bei dem Priorenkongress in der Stadt des Lichts ist irgendwie einer abhanden gekommen. Und wo ist der? Keine Ahnung, dann wäre er ja nicht abhanden gekommen. Ja, nicht der abhanden gekommen ist, sondern der Hauptmann. Stadt des Lichts nehme ich mal an. Hier gibt es einen nichts hören, mit dem man hier sprechen kann. Ich bin der Korporal und hinten drin in der Stube haben wir noch einen Weibel sitzen, aber der macht gerade Nachmittagsschläfchen. Gerade habt ihr nur mich. 4 Jungs sind irgendwie dabei. Die haben einen Toten zum Tempel des Schwarzen Lichts gebracht und wollten danach nochmal in der Stadtvogtei das melden.
Und einige sind noch hinterm Stutentrift in Richtung Brache, weil da auch was passiert ist, sagt er so ein bisschen non-committal. Also gerade bin nur ich's hier. Sagen. Ja, dann hoffe ich doch, du kannst mir weiterhelfen. Gleich. Wir wurden engagiert, einige Ermittlungen anzustellen. Und kannst du dich ausweisen, fragt der Büttel. Reicht denn mein Wort nicht? Ich Waffenmeister im Auftrag der Dergelmund vom Baron Travigor, das kann ich ausweisen. Gib deine Klamotte das her? Ist deine Klamotte hochwertig, sodass du aussiehst wie der Waffenmeister eines Barons? Ja, tatsächlich, mittlerweile. Mach mal eine Überzeugungsprobe. Alles klar. Und jetzt schaue ich mal in Gesellschaft und hoffe, dass da Überzeugung steht. Glücklicherweise tut es das. Aber traurig. Warum muss das nur auf Charisma gehen? Der Büttel fährt sich über den 5-Uhr-Schatten. Die schwierigen Hände und der stoppelige Bart produzieren ein kratzendes Geräusch. Ja, okay. Kann ja jeder daherkommen, aber je nachdem, was ihr wollt, kann ich euch vielleicht trotzdem helfen. Egal, wer ihr seid. Was wollt ihr denn? Wir brauchen Informationen zu einer Frau. Groß, kräftig, behaare, einige würden sie als gut aussehen anstellen. Ich will wissen, ob eure wachhabenden Leute vor allem in der Nacht eine Frau, die auf eine solche Beschreibung passt, gesehen haben. Sie scheint wohl mit einem Wehrheimer Bluthund umherzureisen. Er überlegt, also ich... Aber wenn sie gut aussehen, wir hätten die Jungs sicher was gesagt. Glaub nicht, sagt er dann. Sie tritt auch öfters mit einem Schleier umher, also vielleicht haben die Jungs hier gar nicht so ins Gesicht schauen können. Und der Hund scheint wohl ein bisschen nun etwas einschüchternd zu wirken. Vielleicht habe ich sie doch gesehen. Ich habe eine Gruppe von Prajoden hier ankommen sehen vor anderthalb Wochen. Da war eine Frau, die hat einen Schleier getragen, die hat 3 wunderschöne Hunde bei sich gehabt. 3 Hunde? Ja. Was für eine Rasse? Wehrheimer. Wunderschöne Tiere. Aber holla. Deren Ohren waren so spitz wie ich, als ich die Süße gesehen hab. Wann war das? Vor einer Woche oder anderthalb. Ich war in der Gruppe unterwegs mit ein paar anderen Priestern, die unterwegs waren. Die sind hier zum Kongress nach Garad gekommen, glaube ich. Aber keine Ahnung, wie sie heißt. Hat sich einer von den Wachen näher mit ihr unterhalten oder mit einer aus dieser Gruppe, den ich befragen tatsächlich könnte? Tatsächlich ist das nicht so, dass wir üblicherweise Pilger auf der Straße anhalten, um mit denen zu quatschen, sagt der Büttel. Ja, das dachte ich mir schon, aber vielleicht hat ja irgendeine Wache da Interesse gezeigt, vor allem wegen den Hunden. Also jedenfalls weiß ich es nicht. Und die Pilger waren auch alles Unbekannte? Ja, lass mal überlegen. Also ich habe die nicht gekannt. Ich glaube, einer von denen ist irgendwie von den Priesterkaiserinseln gekommen. Und der andere hat zwar ordentliche mittelreichische Klamotten angehabt, aber hat so ein bisschen den Eindruck gemacht, als ob er eigentlich Aranya oder so wäre. Also ich glaube, die sind schon von ein bisschen weiter hergekommen. Also aus allen Herren Ländern. Ja, also eine durchschnittliche Reisegruppe, ne? Wie viele waren das? War eine Gruppe von 5. Ich meine, momentan kommen sie halt alle hierher, ja? Ja, natürlich. Wahrscheinlich ist das nichts, aber ja, du kennst das. Man kriegt einen Auftrag und man soll hier und da fragen, alle Informationen ranholen. Hör mir auf. Er holt eine Bierflasche raus und entkorkt sie. Willst du eine? Ja, aber liebend gerne. Ja, dann holt er noch 2 raus und macht die für euch auf. Also gerade im Augenblick geht's ja total drüber, ne? Bei den Prajoten, diese Bekennerspinner, drehen ja total am Rad. Ja, das habe ich auch ein bisschen mitbekommen. Der Baron unterhält sich schon die ganze Zeit mit diesen hohen Herrschaft. Ach, wenigstens muss ich da nicht mehr dabei sein. Ja, ich gebe zu bedenken, ihr wollt gleich noch in den Praios-Tempel einkehren. Wollt ihr wirklich vorher trinken? Ach, mach dir da keine Sorgen. Ich trinke schon den ganzen Tag. Den hohen Herrschaften passt es natürlich gar nicht.
Also. Aber was soll ich denn machen? Ich muss ja sowieso nur hinten stehen und Baron alles das ganze Gerede überlassen. Eigentlich kann ich euch dann auch nicht weiterhelfen. Der Büttel zuckt mit den Schultern, tut mir leid. Aber wenn ihr die Pilger sucht, ich glaube am Pilgerplatz kommen viele von denen unter. In der Stadt des Lichts hat es auch Unterkünfte. Ich glaube, in der Priester-Kaiser-Noralexia-Kralle sind auch Bettstätten eingerichtet worden. Ja. Also wenn die es Pilger sind, dann sind die da irgendwo untergekommen, schätze ich mal. Und da könnten sie ja ihre Hunde auch problemlos mitgenommen haben, oder weißt du da was drüber? Müssen die irgendwie in einen Zwinger? Ja, wenn Hunde stubenrein sind, ist es eigentlich kein Problem. Ich habe schon Sonnenlegionäre gesehen, die zu Pferd in den Tempel der Sonne reingeritten sind. Schultern. Auch von den Greifen ganz gar nicht abzusehen, ne? Das ist ja auch einfach Fallen, wo sie gerade sind. Er zuckt mit den Schultern. Ich glaube nicht, dass das ein Problem ist, für eine Pilgerin mit ihren Hunden also zusammenbleiben zu können. Ja, na, wenn du nichts weiter weißt, dann kann man da wohl nichts machen. Danke für den guten Tropfen. Ja, aber die Ehre. Er winkt euch zum Abschied. Und zwei andere Leute sind dabei, währenddessen dabei, sich umzuhören, ebenfalls nach der verschleierten Dame. Ja, genau. Ich würde den Weg zurückkonstruieren. Ich würde mich gerne ein bisschen unter die Bettler mischen, dann ein paar Kreuzer verteilen. Auch nach Marek fragen, ob den einer kennt, was wie er die letzten Tage so drauf war, ob sich da vielleicht was verändert hat. Mach mal eine Gassenwissenprobe. Kann man ihn dabei einfach unterstützen? Ja, na klar, mach eine kooperative Gassenwissenprobe. Daron ist der Vorarbeiter, weil er das Rampenlicht sich nimmt. Das heißt, Brin steuert die halben Sternchen bei. Das heißt, ihr kriegt 2 plus 4 sind 6. Gerne, okay. Ihr fragt euch ungefähr eine Stunde rum und ihr könnt das Folgende rausfinden. Marek war halt ein Taugenichts, war hochverschuldet gewesen, aber vor 2 Tagen hat man ihn mit einer verschleierten Dame gesehen. Die hat einen Hund dabei gehabt. Was die Dame mit dem Hund angeht, die ist wohl, ihr hört euch in dieser Gegend um, gestern Nacht nicht gesehen worden, aber einer der Bettler sagt euch, dass er eigentlich vor dem Waisenhaus neben dem Traubenmarkt bettelt und er hat sie den Rotweg runterkommen sehen, aus Osten her. Verschleierte Dame. Also nicht heute oder gestern, sondern vor ein paar Tagen. Aber der Rotweg führt doch nach Westen. Vom Traubenmarkt aus. Nee. Ist der Traubenmarkt? Oder hier? Das ist Osten. Aus Osten gekommen. Ach so, da. Ja, ich war. Der führt noch weiter. Ja. Ich war verwirrt. Ja, man schaut Zaron an und sagt: Ja, das ist ja okay, dass sie mal daherkam, aber grundsätzlich ist hier Vitus dort entlang gelaufen. Natürlich können wir versuchen, uns jetzt zu überlegen, ob wir den Weg rekonstruieren wollen, wo sie vor einigen Tagen herkam, weil wir vielleicht wissen wollen, wo sie wohnt. Oder wir können den Weg weiterfolgen, um zu gucken. Kommen die anderen beiden, jeder mit einer Flasche Bier, aus der Wachstube raus und laufen euch die Straße entlang entgegen, wo ihr gerade mit dem Bettler am Quatschen seid. Aber wir könnten vielleicht ihre Unterkunft finden, wenn wir ihren Weg zum Traubenmarkt zurückverfolgen. Unterkünfte, Schlagworte, die anderen beiden auch gerade gehört hatten. Ja, Zaron, wollt ihr einen Schluck? Das ist nicht der Moment dafür. Es ist immer ein guter Moment, um einen Schluck zu nehmen. Und schöpfe die Arme aus und will mal einen Schluck nehmen. Ich glaube, es gibt keinen besseren Moment bei der Scheiße, die uns gerade um die Ohren fällt. Ja, nimm einen kräftigen Schluck, gib die Flasche wieder